Also im Kinderparlament sitzen je zwei Kinder, ein Junge und ein Mädchen aus einer Klasse. Wir haben insgesamt 12 Klassen. Und da werden dann halt die Regelungen für die Schule sozusagen entschieden. So wie eigentlich wie ein kleiner Bundestag. Innerhalb der Klassen gibt es dann halt die Klassensprecher, die dann zum Kinderparlament gehen. Also ein Klassenrat ist halt, trifft sich die ganze Klasse und dann erzählen die zwei Kinder halt der ganzen Klasse davon. Hiermit eröffnen wir den Klassenrat. Wer liest die Worte vor? Also, das Müllproblem, vielleicht haben das einige schon mitgekriegt von der Tür, dass da so ein großer Müllhaufen lag. Den habe ich eingesammelt. So, dann habe ich noch so eine Maske gefunden. Guck mal, so sieht das aus. Ich habe das mit der Lena fotografiert. Ich war nämlich ihre Assistentin. Und ich finde auch, dass das sehr blöd ist, wenn Menschen immer so diese Masken rumwerfen. Betrifft nur uns die Elefanten das? Nein, das betrifft die ganze Schule. Ich könnte das mit ins Kinderparlament nehmen. Ich bin Evelyn. Ich bin Tom. Wir sind im Kinderparlament und wir wollten das die Maskenthema und das Müllthema mitten ins Kinderparlament nehmen. Die treffen sich in der Pausenhalle und dann gibt es da je auch zwei Kinder, die das sozusagen leiten. Und der Schulleiter ist da halt dann auch dabei. Und sie treffen sich dafür, um wichtige Sachen für die Schule zu besprechen. Also am Anfang besprechen wir Moderator, was wir da so alles besprechen. Also als erstes haben die Wale im Park Müll gesammelt. Ich sollte vor der Tür den Müll einsammeln, weil vor unserer Klasse war ein Müllhaufen. Okay, und die Bilder, die könntest du uns ja gleich im Kinderparlament dann nochmal zeigen, ne? Dann schlagen wir die da an. Und wir verteilen die Aufgaben, zum Beispiel wie Protokoll, Regelwächter und noch andere Wächter. Also, bei dem Zählwächter könnt ihr als Moderationsteam ja auch überlegen, wenn dann 5 Stimmen dran waren, nicht sofort das Thema zu wechseln, sondern zu überlegen, wie geht es denn jetzt weiter? Sind wir schon so weit, dass wir abstimmen können oder einen Beschluss oder müssen wir nochmal zu einer anderen Frage Stimmen einholen? Das könnt ihr euch als Moderationsteam überlegen. Ja. Gut. Und dann besprechen wir die Themen, die vom letzten Schülerparlament, die stehen im Protokoll, dann besprechen wir die, ob sie gelöst worden sind. Und dann schauen wir in den Briefkasten vom Schülerparlament, ob da schon was Neues reingekommen ist. Und wenn da was reingekommen ist, dann besprechen wir es. Wir finden nicht gut, dass bei den Rollern und Fahrrädern immer so gedrängelt wird und es nicht genug Anschließplätze gibt. Okay, jetzt müssen wir überlegen, was wir mit dem Anliegen machen, ob wir das in dieser Sitzung noch besprechen oder ob wir das, weil wir schon vielleicht manche Themen haben, auf die nächste Sitzung noch überlegen. Was denkt ihr? Ich glaube, wir können das jetzt noch schnell machen. Schreibt euch das nochmal ruhig auf als Anliegen. Wie würdet ihr das benennen, das Anliegen? Was können wir davon? Rollerproblem. Okay, dann schreibt ihr das hin. Und ihr könnt ja gucken, wenn ihr merkt, von der Zeit her, wir sind eigentlich am Ende der Sitzung, dann vertagen wir das auf die nächste. Ja. 3, 2, 1. Herzlich willkommen zur 68. Sitzung des Kinderparlamentes. Ja, würde gerne Protokoll sein? Da muss man halt etwas aufschreiben, was wir hier so besprechen. Jetzt machen wir die positive Runde und positive Runde ist, also man sagt da, was man in den letzten Wochen und Tagen hier in der Schule gut fand. So.
Ich finde es gut, wie es mit der Toiletten-Challenge hier läuft. Wollten die Elche dazu noch mal was sagen? Wir haben die Toiletten-Challenge gestartet, weil sich viele Kinder darüber beschwert haben, dass die Toiletten dreckig sind und dass sich viele Kinder auch nicht wohlgefühlt haben. Man kriegt eine Belohnung, wenn man bis 40 Sticker. Wenn man aber weniger als 40 Sticker gesammelt hat, kriegt man keine Belohnung. Die ganze Schule. Wenn man darauf nicht achtet, dann hat man das für die ganze Schule zerstört. Also nicht nur für diese Klasse, sondern für alle. Also wir hatten ja das Thema mit der Bonner Tafel, der Tag der mutigen Kleidung, und zwar die Elefantenklasse. Und ja, ihr könnt ja einfach mal erzählen, wie das war, was ihr da gemacht habt. Der Tag der mutigen Kleidung bedeutet, dass wir Mut haben, dass wir andere Sachen anziehen können. Wir konnten anziehen, was zum Beispiel die Jungs hatten Mädchensachen angezogen. Zum Beispiel die Mädchen konnten sich auch als Ritter verkleiden. Bei uns lacht man keinen aus. Wie habt ihr das denn hinbekommen, dass bei euch keiner ausgelacht wird, Lena? Also das Thema ist, glaube ich, bei den Global Goals rausgekommen, als wir Gleichbehandlung, dass die Mädchen nicht ausgelacht werden, dass die Jungs nicht ausgelacht werden, weil jeder soll ja gleich behandelt werden und möchte ja auch gleich behandelt werden. Jeder hat was, was er selber gern mag, wo er Angst hat, dass die anderen ihn auslachen würden. So war das auch bei einem von uns in der Klasse. Deshalb hat Frau Herzog einen Tag der mutigen Kleidung. Ein Junge aus meiner Klasse hatte ein Regenbogenkleid an. Also vielleicht machen wir irgendeinen Tag aus und dann könnten wir vielleicht alle, die Jungs vielleicht, wer möchte ein Kleid anziehen oder rote Sachen oder sich Haarspangen in die Haare klemmen oder einen Zopf machen und die Mädchen sich vielleicht, ja, wie Jungs halt anziehen können. Okay, von den Eisbären. Also ich würde auch sagen, dass wir es vielleicht im Klassenrat besprechen sollen. Ja. Wobei ich da auch nochmal reingehe, das ist, ne, ihr müsst jetzt nicht als Mädchen die Jungkleidung oder die Jungen die Mädchenkleidung, sondern jeder darf das dann anziehen, was er gerne möchte. Also, wo er sagt, vielleicht brauche ich da mal ein bisschen Mut normalerweise, das darf ich jetzt mal so einen Tag anziehen und weiß, dass mich keiner auslacht. Was das dann ist, kann jeder für sich selber entscheiden. Ne? Also, ich finde es gut, wir können mit der Abstimmung beginnen, damit wir dann noch etwas Zeit für andere haben. Wer findet das eine gute Idee? 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 16. 16, glaube ich. Ich habe jetzt so 16 gezählt. Ja. Also wer ist ganz dagegen? 2, 1, 2, 3. Also genau, ihr erzählt das in euren Klassen. Wenn ihr wieder in der Klasse zurück seid. Und ich finde, also mit der Woche, mit der mutigen Kleidung, das würden wir nochmal besprechen. Also das konntet ihr dann eure Klasse sagen. Das war vor unserer Klassentür und auf dem Schulhof liegt ja sehr viel Müll und ich würde euch einfach mal das zeigen. Also mein Anliegen ist, falls es noch nicht klar geworden ist, mein Anliegen ist, dass auf dem Schulhof und überall einfach zu viel Müll liegt und dass mir das einfach zu viel ist. Da war ein kaputter Karton von den Tischtennisplatten vor unserer Klasse. Und dann hat es auch keiner weggeräumt. Da war auch heute Morgen so ein zerfetzter von den Stoffbällen da, von den gelben. Dann war einmal der ganze Schulhof sauber und dann kamen die Kinder morgens wieder und haben dann überall wieder den ganzen Müll verstreut gesehen. Also ich würde vorschlagen, dass man an einem Tag in der Pause oder in einer Lernzeit eine Müllsammelaktion macht. Und ich würde vielleicht vorschlagen, dass wir sowas wie eine, nicht die Toiletten-Challenge, sondern eine Müll-Challenge machen. Ich würde sagen,
das nochmal ganz am Anfang bei der Müll-Challenge, dass wir erst die Toiletten-Challenge jetzt noch zu Ende machen und dann können wir ja mit der Müll-Challenge starten. Jetzt finde ich es auch gut, dass wir erstmal mit der Toiletten-Challenge zu Ende machen und dann aber auch vielleicht gucken, ob das überhaupt was bringt, weil wenn es nichts bringt, müssen wir eigentlich auch nicht mit der neuen Challenge anfangen. Ja. Dass wir erstmal gucken, hat das eigentlich was mit der Toiletten-Challenge gebracht? Wer ist denn dafür, dass wir mit der Toiletten-Challenge zu Ende machen und dann überlegen, ob wir eine Müll-Challenge anfangen? Wer findet das nicht gut, dass wir mit einer Müll-Challenge noch was machen? Niemand. Genau, ich würde sagen, dann haben wir jetzt alle Themen besprochen und genau, dann könnt ihr jetzt halt zu euren Klassen wieder zurückgehen und dann das mit euren Klassen besprechen. Also wir, die Kinderparlamentarier haben sich ein Klettergerüst gewünscht, ein neues in dem Park. Und da wurde eben ein Brief an den Bürgermeister geschrieben und in dem Brief waren Zeichnungen, wie das Klettergerüst dann später aussehen sollte. Das Klettergerüst hinter mir ist es dann so gekommen, wie es jetzt aussieht. Also die Kinder vom Kinderparlament wollten eigentlich ein größeres Klettergerüst oder eben eine Nestschaukel oder eben vielleicht Schaukeln oder ja. Es war nicht genügend Platz dafür und ja, da ist aber, wie ich schon die ganze Zeit Ihnen sagen, trotzdem ein gutes und schönes Klettergerüst geworden. Also Demokratie ist für mich etwas ganz Schönes, weil bei Demokratie kann halt einfach jeder selbst frei entscheiden und nichts ist falsch. Welches Tier ist euch in Erinnerung geblieben? Mir ist das Faultier in Erinnerung geblieben, weil es nicht wie der Löwe geprahlt hat, damit das Faultier aus einer adligen Familie kommt. Aber beim Löwen fand ich es auch nicht gut, weil der war ja davor Präsident und hat ja den Fluss umgeleitet, dass der Fluss bei ihm in sein Haus fließt und er einen Pool hat. Also mir ist der Affe und die Schlangen in Erinnerung geblieben. Der Affe, weil der geschummelt hat und er bestochen hat und deswegen aus der Wahl verbannt wurde und nicht gewählt werden durfte. Und die Schlange, weil die, hatte ich noch das Wahlplakat vor Augen, wie so die Buchstaben so rauf und runter gingen, wie sie das so gemacht hat. Was glaubt ihr, ist das für eine demokratische Wahl hilfreich, wenn da einer ist, der sagt, boah, ich ziehe hier die dicksten Brocken vom Tisch, ich kann am besten schummeln? Dann weiß man ja, der ist einfach nicht nett und dann weiß man auch, der ist ein Schummler. Also wenn der jetzt Präsident werden würde und der am Anfang gesagt, ich bin der Beste im Schummeln und im Lügen, würde ich auch erstmal denken, vielleicht beschummelt der dann uns auch. Das ist nicht so klug, wenn der sagt, wählt mich. Und deshalb haben die anderen vielleicht, sind die viel besser, auch wenn die nicht so viel von sich erzählen. Genau genommen will er einfach nur an die Macht, ob er jetzt was Gutes damit tut oder ob er was Schlechtes tut. Vor allem will er nur bestimmen dürfen. Das finde ich jetzt ganz, ganz spannend. Habt ihr gehört? Eigentlich will er nur an die Macht. Das ist ja eigentlich ein sehr persönlicher Wunsch, hat mit uns allen nichts zu tun. Weil er Präsident werden will und eigentlich ihn das Volk gar nicht interessiert und einfach nur denkt, ah ja, ist egal, ich bin hier der alleinige Herrscher, ich kann machen, was ich will. Wenn er so wäre, dann hätte ich ihn auch gar nicht gewählt. Der Löwe, der kann ja reden, so viel er will, aber vielleicht macht er das ja auch gar nicht. Man kann ja sagen, ich
baue jetzt ein neues Rathaus und man baut gar nichts. Meistens, wenn so ein Präsident sowas oder so ähnliche Sachen auf so ein Plakat schreibt, dann stimmt das meistens gar nicht, was der da rumlabert oder also in dem Falle draufschreibt. Also wie Elif gesagt hat, der will einfach nur weiter seinen Job haben und einfach der Herrscher sein. Mhm, also, das finde ich jetzt ganz, ganz spannend, was du gesagt hast. Man kann ja da alles draufschreiben und so, aber für mich als diejenige, die jetzt wählen möchte, ich bin jetzt vielleicht eine Ameise im Dschungel, ich möchte jetzt zur Wahl gehen, woran erkenne ich denn bitte, dass es jemand ernst meint und vielleicht jemand nur ein Aufschneider ist? Ich glaube irgendwas wie, wenn ihr Hilfe braucht, bin ich da, irgend sowas. Was macht das mit dir, wenn du sowas liest? Naja, dann ist man fröhlich, dann ist die Welt halt für dich irgendwie anders. Also wenn ich sowas lese, dann denke ich erstmal, der weiß schon, was er schreibt. Und dann denke ich auch so, vielleicht ist der ganz gut für den Job. Dann fühlt man sich so ein bisschen wohl, könnte man sagen. So, man weiß so ein bisschen, auf den kann ich mich jetzt so verlassen, wenn etwas passiert. Aber ich würde auch noch denken, meint der es jetzt wirklich ernst? Oder sagt der nur, ich bin für euch da und dann, wenn jemand Hilfe braucht, sagt der, macht das doch selber. Ich glaube, es ist sehr schwierig, dich zu überzeugen. Kann das sein? Ich würde das Faultier gerne mal selbst sprechen hören, wenn das sowas auf dem Wahlplakat schreibt, weil ich kann mehr an der Stimme erkennen, ob das wahr ist oder ob der nur lügt. Und ich würde, wenn es wahr ist, würde ich mich aufgehoben fühlen. Lino, du wolltest auch noch was sagen? Wenn das Faultier das dann so gesagt hat, dann das berührt irgendwie das Herz so voll. Das finde ich ganz schön, das berührt das Herz. Für David war die Welt in Ordnung. Elif hat gesagt, das gibt mir Vertrauen. Und du sagst, es berührt das Herz. Das ist offensichtlich auch was Wichtiges, ne? Wenn es um Demokratie geht, dass man sich angesprochen und aufgehoben fühlt. Möchtest du noch mal was dazu sagen? Also, als ich das Plakat gemalt hatte, wollte ich einen Elefant malen, der mich gut zuhören kann, der das Volk verstehen kann und der auch richtig gut aufpassen kann. Und der eigentlich alles gut machen kann, was geschehen ist, so im Dschungel und was der Löwe alles angestellt hat, dass er es halt besser machen konnte. Und ja, das wollte ich mit dem Elefant ausdrücken. Ich habe mir halt ein etwas kleineres Tier rausgesucht, weil ich dachte, es müssen ja nicht immer so riesige, also so starke Tiere Präsident werden, dass es auch kleinere Tiere schaffen können. Und ich wollte halt so einen ruhigen kleinen Igel machen. Ich habe den Löwen gewählt. Wie ist denn dein Löwe? Im Buch war der ja nicht so sympathisch, ne? Das war ja ein bisschen ein Angeber. Dein Löwe ist ja ein anderer Löwe, ne? Was kann dein Löwe denn? Also mein Löwe kann der beste Zuhörer, also der kann gut zuhören, der kann gut antworten, der ist schlau. Ja. Ne? Dass man nicht nur auf sich selbst hört. Wunderbar. Super. Ja.